Eileen Thesel, 29. November 1983 in Bünde, ist eine deutsche Schauspielerin und Tänzerin. Leben. Eileen Thesel wurde als Tochter einer deutschen Krankenschwester und eines türkischen Arztes in Bünde im nordrhein-westfälischen Kreis Herford geboren und wuchs im nahegelegenen Bielefeld im Stadtbezirk Sennestadt auf. Seit ihrem 6. Lebensjahr tanzt Thesel. Sie erhielt eine Tanzausbildung, klassisches Ballett, zeitgenössischer Tanz und Hip-Hop, und absolvierte später noch eine Tanzpädagogenausbildung. Nach dem Abitur an der Hans-Ehrenberg-Schule in Bielefeld-Sennestadt besuchte Thesel die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch Berlin. Sie brach ihre Ausbildung ab und begann Filme zu drehen. Schon vorher hatte Eileen Thesel, die sich bereits im Alter von 15 Jahren intensiv für das Theater zu interessieren begann, an Tanz- sowie Schauspielfortbildungen mit Lehrern wie Joschi Euder und Royston Maldum teilgenommen. Erste Fernsehrollen folgten 2007. Besondere Bekanntheit erreichte Thesel Ende 2007 durch die Darstellung einer Hauptfigur in dem umstrittenen Film Wem Ehre gebührt aus der Krimireihe Tatort. 2008 erschien der Kinofilm Unschuld von Andreas Morell, frei erzählt nach dem Bühnenstück Reigen von Arthur Schnitzler, ein Ensemblefilm, in dem Thesel neben Leslie Moulton in einer Hauptrolle zu sehen ist. 2009 spielte die Schauspielerin Hauptrollen in den Kinofilmen Bis aufs Blut, Brüder auf Bewährung, First Steps Award 2010, sowie in Yasemin Sendereli's Überraschungserfolg Almanya, Willkommen in Deutschland. Der Film wurde 2011, außer Konkurrenz, bei den 61. Internationalen Filmfestspielen Berlin aufgeführt und gewann beim Deutschen Filmpreis 2011 die Lola für das beste Drehbuch und dem Deutschen Filmpreis in Silber für den besten Film. Ebenfalls 2011 war sie in der Hauptrolle der Bloch-Folge Inshallah als 17-jährige Halb-Irakanon-Tochter von Susanne Lothar zu sehen und drehte unter der Regie von Dietrich Brüggemann die Teamworks-Kinokomödie Dreizimmer-Küche-Bad. In dem ARD-Märchenfilm Aschenputtel spielte Eileen Thesel die Titelrolle neben Barbara Auer als Stiefmutter. 2012 als Teil des Dortmunder Tatort-Teams. Seit 2012 gehört Eileen Thesel als Ermittlerin Nora Dalai zum Dortmunder Tatort-Team des WDR um Jörg Hartmann und Anna Schut. Die ersten Folgen wurden im September und November 2012 ausgestrahlt, jährlich gibt es 1 bis 3 neue Fälle. Für ihre Hauptrolle im Kinofilm Am Himmel der Tag als ungewollt schwangere Studentin Lara Pilot, die eine Totgeburt erleidet, gewann Thesel 2012 den Preis als beste Schauspielerin beim 30. Torino Filmfestival und 2013 den Deutschen Schauspielerpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin Nachwuchs. Außerdem wurde sie für diese Rolle nominiert als beste Darstellerin für den Preis der Deutschen Filmkritik und erhielt den Preis für bestes Schauspiel beim 42. Sehsüchte Filmfestival. In der Begründung der Sehsüchte Jury, der unter anderem der Regisseur Andreas Dresen angehörte, heißt es: Eileen Thesel hat uns durch ihre in jeder Hinsicht beherzte Darstellung der Lara in Pola Becks Am Himmel der Tag überzeugt. Für ihren Mut, sich dieser Rolle schutzlos auszuliefern, für ihr sehr persönliches Spiel, das sich nicht vor Ecken und Kanten scheut und für den Funken Humor, den sie sich durch alle emotionalen Abgründe ihrer Figur hindurch behält, möchten wir ihr den Preis für Bestes Schauspiel 2013 verleihen. 2014 spielte sie die weibliche Hauptrolle Heidi im Film Coming In. Im Oktober 2015 war sie in einer kleinen Rolle in der 5. Staffel der US-amerikanischen Fernsehserie Homeland zu sehen. Außerdem erschien die Kinokomödie Macho Man 2015, in der Thesel die weibliche Hauptrolle neben Christian Ulmen und Dar Salim spielt. Für ihre Rolle der 19-jährigen schwangeren Lilly in der TV-Komödie Kleine Schiffe an der Seite von Katja Riemann erhielt sie 2015 den Deutschen Schauspielerpreis in der Kategorie Beste Schauspielerin in einer komödiantischen Rolle. Im Jahr 2016 wurden sie mit dem Filmpreis der Stadt Hof ausgezeichnet und spielte die Hauptrolle im ARD-Fernsehfilm Die Informantin, in dem sie die Rolle einer von der Polizei in eine Drogenschmugglerbande angeschleusten Kontaktperson spielt. Für die Fortsetzung mit dem Titel Die Informantin, der Fall Lissabon, die im April 2019 im ersten ausgestrahlt wurde, schlüpfte sie erneut in diese Rolle. 2017 war Eileen Thesel in 6 Folgen der kanadischen Agentenserie X Company zu sehen. Thesel übernahm in der von CBC Delevingne produzierten 3. Staffel der Serie die Rolle der jüdischen Widerstandskämpferin Soscha. Sie sprach für die Rolle Englisch mit polnischem Akzent.
Zuletzt stand sie neben Joseph Gordon-Levitt für Dreharbeiten zu dem Kinothriller 7500 vor der Kamera, bei dem der Oscar-nominierte Regisseur Patrick Feurath Regie führte.